Willkommen zu einem neuen Video von Heimnetzwerk und www.heimnetzwerk.com. Heute möchte ich euch gern zeigen, wie ihr im Texteditor Notepad von Windows automatisch ein Datum einfügen könnt. Dazu öffnen wir einmal eine Textdatei über den Editor. Klicke einfach mal ins Suchfeld, gebe hier Notepad ein und dann wählst du das Suchergebnis Editor aus. Vielleicht gehörst du ja zu denjenigen, die Textdateien nutzen, um beispielsweise Infos oder irgendwelche aktuellen Statusmeldungen abzulegen, die man immer wieder mal benötigt. Damit man dann nicht durcheinander kommt, wann denn welche Information hier abgelegt wurde, fügt man oft ein Datum ein, sodass man auch weiß, wann diese Info eingefügt wurde. Dafür kann man das Datum händisch eintragen oder man benutzt einfach die Taste F5. Und es wird das aktuelle Datum eingefügt. Wer das Einfügen des Datums automatisieren möchte, der kann dies auch tun, indem er in diese Textdatei einen kleinen Befehl einträgt und dieser lautet .log für log. Und über diesen Eintrag wird dann beim nächsten Start der Textdatei automatisch das aktuelle Datum eingefügt. Das werden wir natürlich gleich testen. Dafür speichern wir diese Datei erst einmal ab und nennen sie Datumstest. So, okay. Wenn wir die Textdatei jetzt öffnen, sollte also das aktuelle Datum eingefügt worden sein. Und genau so ist es. Jetzt kannst du ja hinter dem aktuellen Datum deine Notiz einfügen und die Datei dann wieder speichern. Und wenn du das nächste Mal eine Info ergänzen möchtest in dieser Datei, dann öffnest du diese wieder und du kannst direkt hinter dem aktuellen Datum deine neue Notiz einbinden. Ja, und das war's dann auch schon wieder für heute. Heute mal ein ganz kurzes Video. Sollte dieser kleine Tipp nützlich für dich sein, dann würden wir uns natürlich sehr über ein Like und einen Kommentar von dir freuen. Vergiss bitte nicht, den Abo-Button und die Glocke zu klicken, so wirst du dann auch über jedes neue Video von uns informiert. Bis zum nächsten Video. Tschüss, Thomas von Heimnetzwerk und WLAN.com. So, das war es für heute. Bitte vergiss nicht zu liken, einen Kommentar zu hinterlassen und natürlich ganz wichtig, den Abonnieren-Button klicken, sonst könntest du ja eins von unseren neuen Videos verpassen. Dann tschüss, bis zum nächsten Video.